Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach einer leider langen, schlaflosen Nacht. Nach dem Spiel gestern, denke ich, waren vielleicht etliche nicht zum Schlafen zumute. Ich persönlich habe versucht, nochmal am Abend das Spiel Revue passieren zu lassen und nochmal nachzuanalysieren und habe mich auch im Nachgang sehr geärgert über die Art und Weise, wie wir da verloren haben. Ich denke, wir sind vielleicht sogar ein bisschen zu leicht in dieses Spiel reingekommen, haben das Spiel von Anfang an fest im Griff gehabt und das Gefühl gehabt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diese zwei Punkte, die sehr wichtig gewesen wären im Hinblick auf den zweiten Tabellenplatz, auch zu Hause zu behalten, und sind dann aber irgendwie so nach einer Viertelstunde da komplett aus dem Rhythmus gekommen und haben gerade von unserem Angriffsverhalten dann überhaupt nicht mehr das bringen können, was wir eigentlich jetzt seit Wochen und Monaten immer wieder hervorragend gemacht haben. Ich denke, mit den 27 bekommenen Toren können wir durchaus leben. Wir hätten bloß von der Offensive schneller spielen müssen, intensiver in die Zweikämpfe gehen. Gerade weil sie versucht haben, auch unsere Rückraumwerferinnen offensiv rauszunehmen, hätten wir mehr 1-gegen-1 Situationen gewinnen müssen, um dann nicht nur die Sicherheit im Spiel über die 60 Minuten zu haben, sondern das Spiel auch erfolgreich zu gestalten. Leider haben wir das zu leichtfertig hergegeben. Ich habe mich sehr geärgert, weil ich auch selber so den Zeitpunkt nicht gefunden habe, wann im richtigen Moment was zu wechseln. Letztendlich war das ein gebrauchter Abend, der uns jetzt erstmal im Kampf um den zweiten Platz ein bisschen zurückwirft. Aber die Saison ist noch sehr, sehr lange. Es steht ja noch eine komplette Rückrunde aus und ich bin mir sicher, dass sowohl wir als auch Bensheim noch Punkte liegen lassen werden. Das ist gar keine Frage. Es ist nun immer, es tut dann im Prinzip immer so weh, wenn du das Gefühl hast, aus eigener Schuld die Punkte liegen gelassen zu haben und nicht unbedingt durch die bessere Mannschaft, die auf der Gegenseite stand. Weil die Anfangsphase hat ja eigentlich gezeigt, dass wir da alles ganz gut im Griff hatten, aber dann unerklärlicherweise den Faden verloren haben. Trotzdem fand ich es ganz gut, wie meine Mädels dann im Nachgang reagiert haben. Ich habe heute schon ein paar Einzelgespräche geführt. Die Mannschaft ist willig, nach vorne zu blicken, weil es kommen jetzt so schwere Wochen auf uns zu. Und wir würden jetzt natürlich ganz gerne am Samstag schon den Gruppensieg auch eintüten, es gar nicht darauf ankommen lassen, dass womöglich Brela dann nochmal in Chambray was liegen lassen muss und wir nochmal die Drucksituation gegen Zagreb haben. Von daher, die Konstellation ist klar. Wir dürfen nicht höher als mit 3 Toren verlieren, es sei denn, du schießt mehr als 28, dann würden auch 4 noch reichen. Aber letztendlich gehst du natürlich immer in ein Spiel, um zu gewinnen. Wir werden nochmal ein, zwei Sachen am Freitag im Training besprechen. Vielleicht nochmal etwas Neues auch taktisch machen. Unser Überzahlspiel müssen wir nochmal überdenken, weil wir das gerade überhaupt nicht gut auf die Reihe bringen. Da werden wir auch nochmal was Neues jetzt ausprobieren. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft nach so einer guten Serie, und jede Serie geht mal zu Ende, man darf nicht vergessen, wir sind natürlich auch verwöhnt, auch das ist wahr, durch die Siegerserie, die wir eigentlich ab dem letzten Spiel gegen Bensheim gestartet haben, muss man jetzt erst uns auch mal wieder an eine Niederlage gewöhnen, und das ist sicherlich kein Beinbruch. Die Mannschaft sind keine Roboter, das ist im Sport auch üblich, dass man mal einen schlechteren Tag hat. Was ich nur sehen will, ist, dass die Mannschaft geschlossen wieder aufsteht und kämpft bis zum Umfallen, weil in den nächsten Wochen kommen ganz, ganz schwere Spiele. Nicht nur wollen wir diese European League gut abschließen, sondern zweimal werden wir Bietigheim in kurzer Zeit vor der Brust haben. Auch mit dem ganz, ganz wichtigen Spiel im Pokal, wo du in einem Halbfinale dann stehst. Das heißt, wir tun sehr gut daran, auf uns zu gucken und die Kräfte zu bündeln, auch wenn das teilweise in den englischen Wochen dann doch ein Stück kompliziert ist. Ja, vorausschauend auf Brela, natürlich bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir mit 8:0 Punkten den Einzug ins Viertelfinale schon nach 4 Spieltagen, also praktisch nach 2 Drittel der Gruppenphase, schon unter Dach und Fach gebracht haben. Das ist natürlich eine herausragende Leistung, weil die Gruppe alles andere als einfach ist. Und jetzt würden wir sehr, sehr gern gegen dieses Star-Ensemble aus Brela bestehen. Wir haben natürlich morgen eine sehr lange Reise vor uns. 5 Uhr geht es in Erfurt schon los und dann werden wir irgendwann am späten Nachmittag in Buzău, das Spiel findet in Buzău statt, weil die Halle in Brela nicht tauglich ist für internationale Spiele.
ankommen, dann nochmal obwohl der Reisetag lang ist, natürlich ein Abschlusstraining machen, auch eine Videobesprechung dann nochmal nachlegen und dann gut vorbereitet in dieses Spiel gehen. Wenn ich über Brejila spreche, dann könnte ich bei Trusova, russische Nationaltorhüterin, im Tor anfangen und dann über die Linksaußen bis zu Rechtsaußen, bis zu Maike Schmelzer am Kreis. Jesic nicht zu vergessen, auch am Kreis, Champions League-Sieger vom letzten Jahr. Da müsste ich eigentlich fast auf jeder Position doppelt Nationalspielerinnen und international sehr erfahrene Spielerinnen aufzählen. Brejila lebt durch diese Erfahrung. Brejila hat eine geballte Macht an Qualität, aber auch eine geballte Macht an Spielerinnen, die solche Spiele auch gewohnt sind. Die wissen, was sie brauchen und genau mit diesem Einsatz auch in dieses Spiel reingehen werden. Ich bin ein großer Fan von Liszczewicz, eine Spielgestalterin, eine Spielmacherin der guten Schule, die ein Spiel an sich reißen kann. Da wird es wichtig sein, dass wir ihre Kreise ein bisschen einengen, dass wir natürlich auch gut um den Kreis wieder rumschieben, aber auch auf beiden Rückraumpositionen kommen da vier gute Werferinnen. Die Außen sind sehr, sehr schnell nach vorne, vom Kreis habe ich schon gesprochen. Das heißt, wir brauchen unsere gesamte Mannschaft, wir brauchen eine Leistung, so wie wir sie eben in der European League auch gebracht haben. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch aufs Parkett bringen können. Ja, letztendlich muss ich vielleicht nochmal, wenn ich jetzt in der Nachbetrachtung das Spiel gegen Bensheim mir angeguckt habe, ein Riesenkompliment an Josefine Huber aussprechen. Ich finde, sie ist als Kapitän gestern in diesem so wichtigen Spiel um den zweiten Platz vorneweg marschiert. Sie war für mich mit Abstand die beste Spielerin, speziell unserer Mannschaft. Und vielleicht auch nochmal eine Anmerkung, weil ich da viele Stimmen auch gehört habe. Wir haben nochmal eine Kreisläuferin verpflichtet, eine junge, sehr entwicklungsfähige, sehr gute Kreisläuferin. Aber sie haben ja eigentlich schon drei, vielleicht nur nochmal rein informativ hier festgestellt. Sarah Rönningen wird ihre Karriere am Saisonende beenden. Sie hat doch körperlich sehr, sehr viele Probleme, speziell mit der Achillessehne. Es kann durchaus sein, dass sie in Deutschland familiär bleibt, aber sie will ihre Karriere beenden. Mit Wilma Mattheis waren wir jetzt sehr lange in Gesprächen. Wilma will ganz gern nahe bei ihrem Freund sein. Das heißt, wir werden da noch nicht wissen, wie es letztendlich bei ihr weitergeht. Wir würden ganz gern wieder mit drei Kreisläuferinnen in die Saison gehen, aber das hängt jetzt nur alleine von Wilma ab. Wir haben ihr auch da nochmal Zeit eingeräumt, damit sie auch ganz, ganz sicher ist, bleiben zu wollen oder was das Beste für ihre Beziehung auch ist. Von daher werden wir da noch ein Stück abwarten. Sollte Wilma sich aber nicht für uns entscheiden können, was wir natürlich sehr, sehr hoffen, werden wir definitiv mit Finne und mit Sharon, mit zwei Kreisläufern in die neue Saison gehen. Und damit wollte ich nur mal irgendwelchen Gerüchten vorbeugen, weil eines ist klar, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir so eine treue Spielerin als Mannschaftsführerin wie Josefine Huber hier haben und bin sehr froh und glücklich, wenn sie noch über mehrere Jahre hinweg hier ihre Karriere dann bei uns auch beenden wird. Ja, so viel zu diesem Thema, weil da so komische Gerüchte gestreut worden sind, dem wollte ich jetzt hier mal entgegenwirken. Ansonsten freue ich mich auf dieses Spiel in Brejila oder in Buzău gegen Brejila, weil das sind so diese besonderen Spiele, die einfach einen Reiz haben, diese internationalen Aufgaben und gerade nach dem bisschen schlechteren Spiel jetzt da gegen Bensheim, wo wir leider ein bisschen den zweiten Platz jetzt aus den Augen verloren haben, hoffe ich, dass wir da nochmal so richtig aufstehen, weil hinfallen kann jeder, aufstehen muss man können, um dann nochmal hier über einen großen Kampf hoffentlich sogar sofort schon den Gruppensieg zu sichern. Dankeschön.